Entdeckungsreisen. Heute sind sie spannender Inhalt von Jugendbüchern. Vor 150 Jahren waren sie eine der wenigen Möglichkeiten, um mehr über die Welt zu erfahren. Eine andere Möglichkeit war das geografische Mosaik von ca. 1860. Es besteht aus Würfeln, die sich zu den fünf Kontinenten oder einer Weltkarte zusammensetzen lassen. Damit half es auf spielerische Weise bei der Erweiterung des geografischen Wissens und weckte bei den Menschen Neugier auf ferne Orte. Die Wilhelmstraße in Berlin-Mitte. Ab 1884 fand hier die Kongo-Konferenz statt, an der 13 europäische Staaten sowie die USA und das Osmanische Reich teilnahmen. Heute steht hier nur noch ein typischer Berliner Plattenbau. Reichskanzler Otto von Bismarck hatte nach Berlin eingeladen, um Konflikte der bestehenden Kolonialmächte auszuräumen. Dabei ging es weniger um konkrete Grenzverläufe, sondern um juristische Fragen, wann die Inbesitznahme durch fremde Staaten anerkannt werden sollte. Afrikanische Vertreter saßen dabei nicht mit am Verhandlungstisch. An dieses prägende Ereignis des Kolonialismus erinnert heute in der Wilhelmstraße nur noch eine Informationstafel. Joachim Zeller ist Historiker und beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte des Kolonialismus. Er selbst wurde in Namibia geboren und sieht in der Kongo-Konferenz den Ausgangspunkt der Aufteilung Afrikas. Die Kongo-Konferenz hat dann einen Run, einen regelrechten Run auf Afrika, auf diesen Kontinent, dann ausgelöst. Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erst spät auf den Zug der Kolonialisierung aufgesprungen. Die deutschen Kolonien in Afrika waren Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Den Afrikanern wurde dann sehr schnell deutlich, dass das eine Fremdherrschaft bedeutete, dass sie ihres Landes verlustig gingen. Und nicht zuletzt deshalb hat es ja dann in den darauffolgenden Jahren dann fast überall auf dem afrikanischen Kontinent Widerstandsaktionen gegeben. Vor allem in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, siedelten sich zunehmend deutsche Auswanderer an und übernahmen die Herrschaft über die Gebiete der Herero und Nama. Demütigung, Landenteignung und Vergewaltigungen führten zum Widerstand der Herero gegen die Kolonialherren, der zunächst erfolgreich war. Mit der Schlacht am Waterberg unter Leitung von General Lothar von Trotha kam es jedoch zu einer Wende. Die Herero flüchten aus dieser Einkesselung, in denen die dort Lothar von Trotha hatte anlegen lassen. Und jetzt beginnt sozusagen die genozidale Phase, denn Lothar von Trotha macht praktisch die Halbwüste der Omaheke, macht er zu seinem Mordwerkzeug. In der Folge verdursteten Zehntausende Menschen. Die Überlebenden wurden in Konzentrationslager gebracht, in denen jeder Zweite starb. Damit beging Deutschland den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Israel Kaunatschike wurde in Namibia geboren und lebt seit mehreren Jahren in Deutschland. Er ist Herero und fordert die Regierung auf, Verantwortung für die im deutschen Namen verübten Gräueltaten zu übernehmen. Das ist für uns war eine Völkermord. Das ist auch nach der UNO Resolution von 1948 ein anerkannter Völkermord. Und darum kämpfen wir heute noch für die Anerkennung und für die Reparation gegen das Herero-Volk und die Namas. Der Völkermord war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema in der deutschen Politik. Auf dem Garnisonfriedhof in Berlin-Neukölln gibt es einen Gedenkstein, der bei vielen Hereros Unmut auslöst. Er gedenkt den getöteten deutschen Soldaten des Kolonialkrieges. 2009 kam eine Gedenktafel für die Opfer der Kolonialherrschaft hinzu, über dessen Formulierung gestritten wird. Wir haben eine Inschrift, die mit Völkermord nichts zu tun hat, ein Zitat von Humboldt. Aber das hat mit unserer Geschichte nichts zu tun. Und wir würden versuchen in der Zukunft, dass wir einen größeren Gedenkstein nehmen, dieses Verbrecherstein aufzustellen. Und das ist natürlich schwierig mit der Politik hier in Deutschland. Die haben Probleme mit Aufarbeitung von ihrer Geschichte. Genau das soll sich jetzt ändern.
Seit 2015 gibt es Verhandlungen zwischen der deutschen und der namibischen Regierung über die Form einer Entschuldigung und mögliche Reparationszahlungen. Für die Bundesregierung verhandelt der CDU-Politiker Ruprecht Polenz, den wir per Telefon erreicht haben. Wir sehen die Anerkennung des Völkermordes in dem gemeinsamen Text, den wir verabschieden wollen, nicht als eine Formel oder als ein Begriff, aus dem Rechtsfolgen erwachsen, sondern es ist ein Begriff, aus dem politisch-moralische Folgen erwachsen. Polenz schlägt zum einen die Einrichtung einer deutsch-namibischen Zukunftsstiftung vor, die eine gemeinsame Erinnerungskultur und Austauschprogramme zwischen den beiden Ländern organisieren soll. Zweitens soll es weitere finanzielle Förderung in Form von Energie-, Bildungs- und Infrastrukturprojekten geben. Das Problem ist, dass die Hereros und Namas sind in diese Gespräche ausgeschlossen, was wir eigentlich nicht so gut finden, egal was da rauskommt. Also man weiß, dass für faulte Eier kommen keine Küken raus. Und darum sagen wir einfach, ohne uns geht einfach nicht. Ob das dann eine Entschuldigung ist, die auch die Betroffenen oder die Nachfahren der Opfer zufriedenstellt und sagen, dieses Traumata des Völkermordes jedenfalls ansatzweise lindert, das wage ich zu bezweifeln. Vertreter der Opfergruppen und Experten sind skeptisch, ob die Ergebnisse der Verhandlungen zufriedenstellend sein werden. Deutschland würde es gut zu Gesicht stehen, sich für die vergangenen Taten zu entschuldigen.